Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Mörder von Solingen können entgegen ersten Hoffnungen doch nicht so schnell identifiziert werden. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sah sich am Abend gezwungen, einen Fahndungsaufruf nach 4 Skinheads zurückzuziehen. Offensichtlich hat der 16-Jährige, der seit gestern unter dringendem Tatverdacht inhaftiert ist, falsche Angaben zu den Mittätern gemacht. Aus Karlsruhe, Karl-Dieter Möller. Nachdem Generalbundesanwalt von Stahl gestern die erste Verhaftung melden konnte, hielt sich die Bundesanwaltschaft heute bedeckt. Zwei weitere Festnahmen bestätigten sich nicht. Die verdächtigen Jugendlichen mussten wieder freigelassen werden, weil sie nachweislich mit dem Verbrechen nichts zu tun haben. Auch ein Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamtes mit Phantomfotos von 4 mutmaßlichen Mittätern, die nach den Beschreibungen des verhafteten 16-Jährigen vom Bundeskriminalamt angefertigt worden waren, zog die Bundesanwaltschaft am frühen Abend wieder zurück. Nach weiteren Vernehmungen haben sich die Beschreibungen wohl nicht halten lassen. Nach Recherchen der Tagesschau soll der verhaftete 16-Jährige C. bereits 14 Tage vor dem Anschlag gegenüber Freunden, die nicht zur rechtsradikalen Szene gehören, geäußert haben, dass dieses Haus, gemeint ist das Haus mit den türkischen Mitbürgern, abgefackelt werden soll. Als das Haus dann tatsächlich brannte, der Anschlag passierte, gingen die Freunde zur Polizei. Morgen rechnet man in Karlsruhe mit weiteren Verhaftungen. Auch heute Abend haben sich in der Innenstadt von Solingen wieder Tausende versammelt, um gegen Ausländerhass zu demonstrieren. Die Polizei hat aufgrund der Ausschreitungen in den vergangenen Nächten mehrere Hundertschaften zusammengezogen. Direkt aus Solingen nun Jörg Schönenborn. Solingen hatte heute einen weitgehend ruhigen Tag erlebt. Erst am Abend setzten wieder größere Protestaktionen ein. Vor 2 Stunden versammelten sich auf dem zentralen Kundgebungsplatz in der Innenstadt, dort, wo schon gestern das Solidaritätskonzert stattgefunden hatte, 2.000 bis 3.000 Menschen, um friedlich zu demonstrieren. Aufgerufen hatten vor allen Dingen linke Gruppen aus dem kirchlichen, aus dem Gewerkschaftskreis, aber auch aus der Friedensbewegung, deutsche wie türkische Gruppen. Sprecher forderten in ihren Reden immer wieder das Ausländerwahlrecht als einen Schritt, der jetzt das Zusammenleben von Deutschen und Ausländern erleichtern könne. Sie verwiesen aber auch darauf, dass die Asylgesetzgebung der letzten Woche die Situation zwischen Deutschen und Ausländern zusätzlich schwierig gemacht habe. Anschließend zogen die Menschen, die Demonstranten, in einem langen Zug durch die Solinger Innenstadt. Transparente trugen Aufschriften wie "Es reicht" oder "Ausländer bleiben, Nazis vertreiben". In diesen Minuten kehren die 3.000 Menschen zum Kundgebungsplatz zurück. Die Aktion war bis jetzt völlig friedlich. Die Polizei meldet von dort keine Zwischenfälle. Die Marschierenden riefen in Sprechchören immer wieder zum Gewaltverzicht auf. Vor einer Stunde haben wieder 200 türkische Jugendliche, wie schon in den vorangegangenen Nächten, die zentrale Kreuzung in der Solinger Innenstadt blockiert. Die Polizei ist vor Ort und hat offenbar durch Festnahmen von 4 angereisten Skinheads, wie wir eben erfahren, einen kleineren Krawall vermeiden können. Es zeigt, dass die Situation sich vor allem am Abend immer wieder zuspitzt. Darauf hat sich die Polizei schon eingestellt und ihr Aufgebot deutlich verstärkt. Es muss jetzt abgewartet werden, wie sich die Nacht entwickelt. Solingen an diesem Morgen. Die Spuren der Nacht sind nicht zu übersehen. Erst in den frühen Morgenstunden war die Stadt zur Ruhe gekommen. Das Leben im Zentrum beginnt sich zu normalisieren. Trotz aller Schäden, die sich erneut auf 500.000 Mark summiert haben, sind die meisten Geschäfte geöffnet. Die Inhaber versuchen, ihre Auslagen zu sichern. In der Moschee treffen sich die muslimischen Türken, um ihr Opferfest zu feiern. Gebete für die Toten. Der Imam ruft zu Ruhe und Besonnenheit auf. Der Kreis der Gewalt müsse durchbrochen werden. Vor der Ruine an der unteren Wernerstraße ist die Zahl der Demonstranten heute kleiner geworden. Sprechchöre bilden sich erst wieder, als am Nachmittag der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau zum zweiten Mal seit Samstag den Unglücksort besucht. Ich habe schon oft gesagt, nicht Gesetze müssen geändert werden, sondern Gesinnungen. Wir müssen nachbarschaftlicher miteinander leben, als das bisher der Fall gewesen ist. In der vergangenen Nacht waren wieder 3.000 hauptsächlich rechtsgerichtete türkische Jugendliche durch die Stadt gezogen und hatten randaliert. Es flogen Steine und Flaschen, Scheiben gingen zu Bruch, obwohl die Polizeikräfte diesmal durch Grenzschutz und GSG 9 verstärkt worden waren. 62 Demonstranten wurden festgenommen, sind aber inzwischen alle wieder auf freiem Fuß. Auch in Düsseldorf und anderen nordrhein-westfälischen Städten sowie in Fulda und Kassel demonstrierten heute Abend mehrere tausend Menschen gegen die Morde von Solingen. Vergangene Nacht waren die Proteste vielfach in Gewalt umgeschlagen. So kam es in Bremen zu Zusammenstößen mit der Polizei, bei denen mehrere Beamte verletzt wurden.
In Duisburg besetzten etwa 500 Türken Straßen und warfen Pflastersteine gegen Wohnungs- und Schaufensterscheiben. Bei Augsburg blockierten mehrere hundert Menschen für kurze Zeit die Autobahn und randalierten dann später in der Altstadt. Bundeskanzler Kohl und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau haben nachdrücklich vor Gewalt und Selbstjustiz gewarnt. Bei einem Telefongespräch äußerten beide zwar Verständnis für die Empörung über die Morde von Solingen, für gewaltsame Ausschreitungen gebe es jedoch keinerlei Rechtfertigung. Ebenso wenig könnten Straßenschlachten zwischen kleinen Gruppen türkischer Fanatiker geduldet werden. Gegebenenfalls seien die Täter aus Deutschland auszuweisen. Aus Bonn, Jörg Hafgemeier. Das Entsetzen, die Erschütterung und die dreitägige Trauer in Bonn jedenfalls sind heute einem Streit gewichen, der erstens in den üblichen politischen Bahnen verläuft, zweitens die Konsequenzen nach dem Mordanschlag in Solingen zum Mittelpunkt hat und drittens sich um die Frage dreht, wie dieses Land mit seinen ausländischen Mitbürgern umgeht. Dieser Streit ist auch von Angst geprägt. Ich fürchte schon, dass angesichts der riesigen ökonomischen, sozialen, aber eben auch menschlich-moralischen Probleme in unserem Lande Gewalt einer zunehmenden Anzahl von Menschen als ein Mittel des Austragens von Konflikten erscheint. Das scheint mir das Grundproblem, wenn man so will, eine Art Amerikanisierung unserer Verhältnisse. Die rechtsradikale Gewalt nimmt zu, das ist die eine Sorge. Die Gewalt radikaler ausländischer Gruppen ist erheblich, das ist die zweite Sorge. Und die dritte Sorge ist, dass die Situation den staatlichen Institutionen völlig entgleitet. Der Kampf gegen derartige Anschläge, ihre Verfolgung, ihre Aufdeckung kann allein in einer Atmosphäre absoluter Rechtsstaatlichkeit gelingen. Gegengewalt wird nicht zur Ergreifung von Tätern führen, sondern nur neues Unrecht bewirken. Und nun, neben der nicht zu verleugnenden Hilflosigkeit der Politik, hat die SPD eine Sondersitzung des Außen- und Innenausschusses beantragt. Die PDS will für den Wochenanfang eine Sondersitzung des Bundestages und ist diejenige Partei, die die massivste Kritik an der Asylpolitik der Regierung übt. Seit Jahren wird die Asyldebatte in einer Art und Weise und auch mit Vokabeln von Politikerinnen und Politikern geführt, die für Rechtsextremisten geradezu eine Art Legitimation für ihr Denken und für ihr Verhalten und für ihr Vorgehen darstellen müssen. Die offizielle Trauerfeier für die 5 Toten des Brandanschlages von Solingen findet am Donnerstag in der Kölner Moschee statt. Bundespräsident von Weizsäcker wird daran teilnehmen und eine Ansprache halten. Außenminister Kinkel und Innenminister Seiters werden die Bundesregierung vertreten. Die Gewerkschaft ÖTV rief heute alle Arbeitnehmer dazu auf, als Zeichen der Solidarität und der stillen Trauer am Donnerstag für 15 Minuten die Arbeit niederzulegen und der Opfer der Ausländerfeindlichkeit zu gedenken. Für die von dem Brandanschlag betroffenen Familien haben die Kölner Fortwerke 100.000 Mark gespendet. Von den knapp 34.000 Mitarbeitern in den deutschen Werken sind 7.100 Türken. In Bonn hat am Nachmittag der erste deutsch-französische Gipfel seit dem Regierungswechsel in Paris begonnen. Themen der zweitägigen Gespräche sind unter anderem Fragen der Europäischen Gemeinschaft, die GATT-Verhandlungen sowie der Krieg in Bosnien. Zu Solingen, dem neuen und wichtigsten Thema, wollte heute keiner Stellung nehmen, weder Mitterrand noch Helmut Kohl. Beide verwiesen auf morgen, auf ihre gemeinsame Pressekonferenz. Nach einem ausgiebigen Gang durch die alte Stadt Bonn haben Kohl und Mitterrand dann zunächst über Innenpolitik gesprochen, über Solingen und über die neue Lage in Frankreich, über Mitterrands Zusammenarbeit mit seiner konservativen Regierung. In der Unterpräfektur beim Vier-Augen-Gespräch war ein weiteres Hauptthema Europa. Kohl und Mitterrand hoffen, dass die derzeitige Krise überwunden wird, dass Paris und Bonn gemeinsam einen neuen Anlauf machen können und dass die derzeitige wirtschaftliche Krise in Europa nicht zu neuen nationalen Egoismen führt. Während im uralten Hotel Sepp schon das burgundische Diner vorbereitet wurde, das Mitterrand heute Abend für die deutschen Gäste gibt, trafen sich Kohl und Premierminister Balladur, der sich vorbehalten hat, auch zu wichtigen außenpolitischen Treffen mitzureisen. Balladurs Hauptthema beim Gespräch mit Kohl war das GATT-Abkommen, die Zukunft des Welthandels. Balladur hofft, dass Deutschland den französischen Nachbesserungswünschen zustimmt. Beide, Mitterrand und Balladur, brauchen Deutschland. Mitterrand, damit Europa nicht auf halbem Wege stecken bleibt, damit Maastricht noch eine Chance hat. Balladur, damit er seinen Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gewinnt und damit Frankreich aus seinem wirtschaftlichen Tief herauskommt. Der französische Innenminister Pasqua will die Einwanderung in sein Land möglichst vollständig stoppen.
In einem Zeitungsinterview sagte er, dieses Ziel müsse wegen der schlechten Wirtschaftslage in Frankreich zumindest angestrebt werden. Eine totale Null-Immigration, so Pasqua, sei allerdings wegen des Arbeitskräftebedarfs in gewissen Bereichen der Wirtschaft unmöglich. Morgen will das Kabinett in Paris über einen Gesetzentwurf des Innenministeriums beraten, mit dem der Zuzug von Ausländern erheblich erschwert werden soll. Bei einem Angriff auf einen Hilfskonvoi sind heute in Bosnien-Herzegowina 3 UN-Mitarbeiter getötet worden. 2 dänische Fahrer und ein örtlicher Dolmetscher starben in der Nähe der belagerten Stadt Maglaj, als sie in einem Tunnel Zuflucht suchten. Die Regierung in Kopenhagen machte die bosnischen Serben für den Angriff verantwortlich. Dobinja, das Olympiadorf von 84, seit 14 Monaten eingekesselt. Heute Morgen der Tod auf dem Fußballplatz. Eine von 2 serbischen Granaten und das Ende eines Spiels. 11 Tote und 58 Verletzte. Ausschnitte eines Amateurfilms. Es gibt weitaus schlimmere Bilder. Die Frau hier hat schon einen Sohn verloren. Heute auch den 2. mein Sohn, warum? Warum? Jeder weiß, wir sollen nicht rausgehen. Ich kann nicht mehr. Das ist alles. Die UNO will Sarajevo zur Sicherheitszone machen. Seit Wochen vergeblich. Der Staatspräsident von Restjugoslawien, Čosić, ist in der vergangenen Nacht vom Parlament in Belgrad abgesetzt worden. Die regierende Sozialistische Partei unterstützte überraschend den Antrag der Nationalisten, den Präsidenten seines Amtes zu entheben. Dem 71-Jährigen wurde vorgeworfen, einen Staatsstreich geplant zu haben. Es gilt jedoch als sicher, dass Čosić nach knapp einjähriger Amtszeit wegen seiner gemäßigten Linie im Bosnien-Konflikt gestürzt wurde. Der russische Parlamentspräsident Chasbulatov hat davor gewarnt, die geplante neue Verfassung an dem von Kommunisten und Nationalisten beherrschten Parlament vorbei zu verabschieden. Er sagte heute in Moskau, sollte die Verfassungskonferenz, die am Sonnabend zusammentritt, dies tun, so sei das ein Staatsstreich. Präsident Jelzin hat unterdessen die Konferenz politisch weiter aufgewertet. Er verfügte heute, dass alle Teilrepubliken und Regionen Russlands nicht nur, wie ursprünglich geplant, 2, sondern 4 führende Vertreter zu dem Treffen entsenden sollen. Die Bundeswehr hat heute auf dem Fliegerhorst Preschen bei Cottbus erstmals 24 Kampfflugzeuge des russischen Typs MiG-29 in Dienst gestellt. Sie gehören nun zum neuen Jagdgeschwader 73 und sollen künftig den Luftraum über Ostdeutschland kontrollieren. Die MiG-29 wurden von der ehemaligen Nationalen Volksarmee übernommen und anschließend auf NATO-Standard umgerüstet. Sie gelten jetzt als die modernsten Jäger der deutschen Luftwaffe. Die SPD will eine Kampagne zur Linderung der Wohnungsnot starten. Bundesgeschäftsführer Blessing kündigte heute an, in Diskussionen mit Verbänden, Kirchen und Gewerkschaften solle ein breites gesellschaftliches Bündnis mobilisiert werden, um die Regierung in dieser Frage unter Druck zu setzen. Blessing warf der Koalition vor, für das Fehlen von etwa 2,5 Millionen Wohnungen verantwortlich zu sein. Bei den großen deutschen Wirtschaftsverbänden wächst der Widerstand gegen die Pflegeversicherung. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages Stiel rief die Arbeitgeber auf, die geplante Versicherung wegen der hohen Kosten mit so wörtlich allen Mitteln zu verhindern. Der Chef des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Necker, warf der Regierungskoalition vor, offensichtlich das Augenmaß dafür verloren zu haben, welche Belastungen die Wirtschaft verkraften könne. Die Weltranglisten-10. Anke Huber aus Heidelberg hat bei den offenen französischen Tennismeisterschaften in Paris das Halbfinale erreicht. Sie besiegte die Nummer 6, die Spanierin Martinez, mit 6:7, 6:4 und 6:4. Auch nach dem ersten verlorenen Satz gab sich die 18-Jährige nicht auf und schaffte nach gut 2,5 Stunden erstmals den Sprung unter die letzten 4 eines Grand-Slam-Turniers. Im Halbfinale trifft sie nun auf Steffi Graf, die Olympiasiegerin Capriati mit 6:3 und 7:5 schlug. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 2. Juni. Der Satellitenfilm zeigt ein Wolkenfeld über der Nord- und der Ostsee, das ostwärts zog und das deutsche Küstengebiet streifte. Sonst lag über Deutschland teils aufgelockerte, teils stärkere Quellbewölkung. Ein Wolkenwirbel über dem Ostatlantik verlagerte sich ostwärts.
Das zugehörige Frontensystem eines Tiefs westlich der britischen Inseln greift am Mittwoch auf Deutschland über. Dabei wird anfangs warme, auf seiner Rückseite kühlere Meeresluft nach Mitteleuropa geführt. Die Vorhersage für morgen. Im Norden und im Osten heiter bis wolkig und zunächst trocken. Nachmittags aufkommende starke Bewölkung mit Schauern und Gewittern. In den anderen Gebieten meist starke, nur gelegentlich sich auflockernde Bewölkung und zeitweise Schauer und Gewitter. Tiefste Werte 8 bis 13 Grad. Höchstwerte in der Westhälfte 19 bis 23, im Osten 24 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger, zeitweise auffrischender, von Südost auf westliche Richtungen drehender Wind. Die weiteren Aussichten: am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Schauern, kühl.